Ja, hallo liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute ist Ostermontag, der 18. April 2022. Bin hier unterwegs an der Mosel, nachdem ich heute Morgen über eBay Kleinanzeigen mir ein neues natürlich in Anführungszeichen, ein Rad gekauft habe, ein Goop Cube Compact Hybrid. Ist sehr gepflegt. Eine neue Inspektion wurde vor 100 Kilometern ungefähr gemacht. Das Rad hat jetzt 3000 Kilometer auf dem Tacho, ist ein Jahr alt. Und ich habe das Rad zufällig in der Facebook-Gruppe 4 Cube Kompakt Hybridräder gefunden. Und es war in Trier zum Selbstabholen. Und für mich eine Fahrzeit von ca. 40 Minuten. Das hat sich gerade angeboten. Und natürlich die erste Tour hier direkt, wenn man schon in Trier an der Mosel ist. Eine kleine Moseltour zum Test. Und da ich an meinem Auto ja keine Anhängerkupplung montieren kann, die ist für den Fahrzeugtyp nicht vorgesehen, war meine Idee, ein kleines Kompaktrad, das ich im Auto dann transportieren kann. Jedoch, es hat kaum reingepasst. Ich war schon verblüfft, wie groß es dann doch noch ist, dieses kleine Goop Kompakt Hybrid 20 Zoll Fahrrad. Und es folgen wahrscheinlich demnächst einige Radausflüge, die ich euch dann auch auf YouTube präsentieren will. Und an dieser Stelle grüße ich den Karl-Heinz aus Hall in Tirol. Lieber Karl-Heinz, ich bin seit dieser Woche ein Pensionist und habe natürlich dann einiges an Zeit auch für Radausflüge. Bis dann, tschüss!